Freizeitwohnsitz, Zweitwohnsitz, Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz, touristische Vermietung, was ist eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt? In diesem Video will ich der Frage nachgehen, was man beim Kauf einer Ferienwohnung ganz besonders berücksichtigen muss, wann das zulässig ist und wann es nicht zulässig ist, eine Wohnung als Ferienimmobilie zu nutzen. Hallo, mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. Gerade in letzter Zeit kommen verstärkt sogenannte Ferienimmobilien in Tirol auf den Markt. Eine Ferienimmobilie, darunter verstehe ich als Käufer grundsätzlich eine Immobilie, die ich selber während meinen Ferien nutzen kann und vielleicht, während ich nicht da bin, an Feriengäste vermieten kann. Das kann ein interessantes Investment sein, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen stimmen. Dabei gibt es einige Begriffe, mit denen man sich aber auseinandersetzen muss. Das erste ist der Begriff Freizeitwohnsitz. Ein Freizeitwohnsitz wird in der Tiroler Raumordnung definiert als eine Wohnung oder ein Teil einer Wohnung, der nicht der Befriedigung eines ganzjährigen Wohnbedürfnisses dient, sondern der Erholung in den Ferien oder am Wochenende oder sonstigen Zeiträumen, aber überwiegend zur Erholung genutzt wird. Einen ähnlichen Begriff kennt auch das Salzburger Raumordnungsgesetz. Dort gibt es den Begriff der Zweitwohnung. Eine Zweitwohnung ist alles, was kein Hauptwohnsitz ist, aber nicht die zulässige Vermietung an Feriengäste oder eine Wohnung, die für Zwecke der Ausbildung oder der Berufsausübung verwendet wird, sofern dafür ein dringendes Wohnbedürfnis besteht. Grundsätzlich, also immer dann, wenn ich keinen Hauptwohnsitz begründen will, und eine Immobilie vorwiegend zur Erholung nutzen möchte, dann sprechen wir in Tirol von einem Freizeitwohnsitz. Um eine Wohnung als Freizeitwohnsitz nutzen zu können, braucht sie eine entsprechende Bewilligung, eine Freizeitwohnsitzgenehmigung, einen Freizeitwohnsitzbescheid. Dieser kann auch in der Baugenehmigung enthalten sein. Von diesen genehmigten Freizeitwohnsitzen gibt es aber nur eine sehr beschränkte Zahl und daher gibt es viele Immobilien auf dem Markt, die zwar als Ferienimmobilien beworben werden, aber tatsächlich gar keine Freizeitwohnsitzwidmung haben. Das bedeutet jetzt nicht grundsätzlich, dass ich die Immobilien nicht nutzen kann, um sie beispielsweise an Feriengäste zu vermieten. Es bedeutet aber, dass ich mir sehr genau ansehen muss, ob ich die Immobilie selber für eigene Erholungszwecke nutzen darf. In vielen Fällen, in den allermeisten Fällen sogar, ist das nämlich gar nicht der Fall. Dann heißt das, dass ich eine Immobilie entweder als Hauptwohnsitz nutzen kann oder jemanden als Hauptwohnsitz zur Verfügung stellen kann. Doch was ist eigentlich ein Hauptwohnsitz? Im Meldegesetz wird der Hauptwohnsitz definiert als der Ort, an dem sich ein Mensch in der erweislichen Absicht niedergelassen hat, dort den Lebensmittelpunkt, den Hauptanknüpfungspunkt seiner täglichen Lebensgestaltung zu begründen. Das kann also normalerweise nur ein Ort sein, er kann aber auch einen weiteren Anknüpfungspunkt für sonstige familiäre oder berufliche Tätigkeiten entfalten. Man spricht dann in der Umgangssprache von einem Nebenwohnsitz. Da gibt es aber eine interessante Rechtsprechung dazu, dass immer dann, wenn kein überwiegendes familiäres oder berufliches Interesse besteht, grundsätzlich von einer Freizeitwohnsitznutzung auszugehen ist. Diese Rechtsprechung kann man jetzt natürlich kritiklos akzeptieren. Es gibt aber auch gute Anhaltspunkte dafür, dass die wirklich im Einzelfall hinterfragt werden muss. Aber grundsätzlich muss ich davon ausgehen, dass wenn ich einen Nebenwohnsitz errichte, das ist zwar grundsätzlich zulässig, auch wenn ich keine Freizeitwohnsitznutzung habe, aber die Behörden nehmen an, dass ich einen Freizeitwohnsitz begründet habe, wenn ich keine plausiblen Umstände beweisen oder belegen kann, dass ich diese Wohnung für berufliche Zwecke oder für ein familiäres Naheverhältnis zu irgendwem in der Umgebung nutze. Immer dann wird die Behörde davon ausgehen, dass ich die Wohnung als Freizeitwohnsitz nutze. Wenn meine Wohnung aber gar keinen Freizeitwohnsitz Genehmigung hat und als Freizeitwohnsitz nicht bewilligt ist, dann ist das ein potenzielles
Problem. Derzeit gibt es sehr viele Verfahren, weil die Behörden zunehmend strenger darauf achten, dass Wohnungen, die keine entsprechende Widmung haben, nicht als Freizeitwohnsitze genutzt werden. Hintergrund sind natürlich die steigenden Immobilienpreise, die Druck auf die Politik erzeugen, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und das führt dazu, dass man all jene Wohnsitze genauer kontrolliert, die zwar bestehen, die aber nicht zum Zwecke der Hauptwohnsitznutzung genutzt werden. In den vergangenen 20, 30 Jahren war die Kontrolle nicht so streng und es gibt eben viele Orte, an denen solche Freizeitwohnsitze bestehen, die aber gar keine Widmung haben, ohne dass es irgendwem aufgefallen ist. Wenn man aber jetzt eine Immobilie kauft, in der Absicht, sie in den Ferien selber zu nutzen und während seiner Abwesenheit zu vermieten, zum Beispiel an Feriengäste, dann sollte man wirklich sehr genau prüfen, ob die angebotene Immobilie auch tatsächlich alle rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt. Wenn auch du Fragen zur Nutzung einer Wohnung als Freizeitwohnsitz hast, schreib mir gerne eine Nachricht oder kommentiere dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere diesen YouTube-Kanal. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Dan.